Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Mir ist eine Dame empfohlen worden, eine Hormonexpertin, und mit ihr möchte ich heute eine ganze Reihe, eine Staffel voller Fragen stellen, denn die Hormone sind so die leisen Chefs in unserem Körper und die werden unglaublich missachtet heutzutage. Wir kennen alle die Folgen, wenn es mit den Hormonen nicht stimmt, und was man dagegen tun kann und wie wir dagegen wirken können, das ist das Thema der Sendung. Heute mit dem Titel: Sind wir bei den Gynäkologen am richtigen Ort, wenn es um Hormone geht? Die Frage möchte ich meinem Gast stellen und Sie hiermit ganz herzlich willkommen heißen. Liebe Marianne Krug, ganz herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung, lieber Alexander. Es ist großartig, mit einer Expertin reden zu dürfen über dieses Thema, weil ich ja feststelle, niemand versteht. Und die Paramedentzug, der Dr. Volkmar Schmiedl, und der Dr. Simon Feldhaus haben mir gesagt, ich muss dich unbedingt einladen und mit dir dieses Thema aufarbeiten. Und deshalb ist es mir auch eine große Ehre, mit einer der wenigen Experten reden zu dürfen, die ich bisher kennenlernen durfte. Danke. Also, danke, liebe Marianne. Gehen wir rein ins Thema. Ja. Wann geht man zu Gynäkologen, die Damen, wenn sie Probleme haben? Jede Frau ist damit vertraut, mit Wechsel der Hormone im Zyklus alleine. Deshalb ist das Wissen um hormonelle Schwankungen bei der Frau schon mal gut geparkt. Mhm. Und wenn da irgendetwas nicht stimmt, dann denkt man, ich gehe dahin zu dem Arzt, der Frauenkrankheiten behandelt. Das wäre der Gynäkologe. Und dann damit fängt ein Problem an. Der Gynäkologe, ich habe mehrere Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen, dass ein Gynäkologe keine Ausbildung haben muss über die Hormone. Historisch gesehen kommt der Gynäkologe aus der Chirurgie, ist ein Spezialgebiet des Chirurgen. Und das bildet sich bei uns, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, also in Deutschland bildet sich das auch im Arbeitskatalog ab, den ein Gynäkologe leisten muss, damit er sich Gynäkologe schimpfen darf. Und das sind hauptsächlich chirurgische Dinge. Also es wird chirurgische und geburtshelferische Dinge. Ne? Mhm. Also man muss genügend Geburten gemacht haben, genügend Gebärmuttern entfernt haben, genügend Brüste operiert haben. Und das ist so ein Katalog, den man abarbeiten muss. Und die gynäkologische Endokrinologie, das ist das Fachgebiet der Hormone innerhalb der Gynäkologie, ist kein Pflichtfach. Und die gynäkologischen Endokrinologen weinen bitterlich, weil das Fach nicht so gerne angeguckt wird. Jeder in der Facharztausbildung arbeitet daran, dass er ganz schnell seinen Katalog fertig macht. Und so gelegentlich schneit dann mal ein Gynäkologe in der Endokrinologie, in der Fachabteilung der Hormone vorbei. Aber äußerst wenig, und die gynäkologischen Endokrinologen, also die Hormonfachärzte unter den Gynäkologen, sind darüber äußerst traurig. So, dann ist der Fakt, der Frau merkt, irgendwas stimmt nicht an den Hormonen. Ich brauche Rat, gehe zu dem Frauenarzt, weil ein Frauenarzt ja über Frauen Bescheid wissen sollte. Und stellt eine Frage zu den Hormonen. Und wenn man dann ganz großes Pech hat, dann landet man in einer gynäkologischen Praxis. Der Gynäkologe, gut ausgebildet in der Universität, in allen operativen Dingen, frisch niedergelassen und hat das Wissen über Hormone eigentlich dann von einem Pharmavertreter vielleicht, der gesagt hat, Pille so und so macht dies, Pille so und so macht das und Hormonersatztherapie hier, da haben wir das. Und das ist Fakt in Deutschland. Und also über eure Schweizer Verhältnisse mag ich nicht reden, kenne ich nicht. Aber das ist ganz fürchterlich, dass also kein Wissen da ist um die hormonelle Regulation der Frau. Und das macht sich in der Praxis darin bemerkbar, dass Frau dann mit ihren Fragen nicht an die richtige Stelle kommt. Sie kriegt keine Antwort. Ne? Sie kriegt eine Pille
oder ein Hormonersatzpräparat oder man sagt, es ist noch nicht so weit. Also sie meint, sie sei im richtigen Ort und wird eigentlich bis zum Schluss eigentlich in die Irre geführt. Genau. Und das ist ganz, ich finde das ganz fürchterlich, weil es weiß auch keine Frau, dass sie nicht an dem richtigen Ort ist. Hm. Und der Gynäkologe sagt, ich habe doch alles gemacht, was ich machen muss. Ja? Hm. Also im Grunde, Frage, gibt es einen Schuldigen? Ja, da denke ich nur, es ist ein Systemfehler. Und dann, wenn dann Frau meint, ich habe hier keinen richtigen Rat bekommen, was macht sie dann? Dann geht sie zu dem Facharzt für Hormone. Das sind die Endokrinologen. Mhm. Also wenn es nicht der Frauenarzt ist, dann zum Facharzt für die Hormone. Und das hat sich schon durchgesprochen, dass es diese Endokrinologen... Die Endokrinologen, ich das ist die... Ich kann es nicht aussprechen. Ja, eben, weil man schon nicht aussprechen kann, geht da keiner. Geht da selten jemand hin. Eben, ja. Ne? Aber es gibt Fachärzte für die Hormone. Gut. Aber in der Praxis hat sich das herausgestellt, dass wunderbar sind, wenn es um die Gebiete der Schilddrüse geht oder um Wachstumsstörungen zu groß, zu klein oder um Diabetes. Aber so eine Frau, die leichte Hormonstörungen hat und eigentlich nur eine Beratung braucht und keinen schweren Eingriff, ist dafür zu gesund und ist eher, ich sag mal, im Feld der großen Hormonkranken störend. Mhm. Ne? Zu gesund dafür, dass man sich damit länger beschäftigen muss. Und das ist traurige Wahrheit. Bevor die Frau diesen Weg gemacht hat, war sie natürlich beim Allgemeinarzt, hat mit ihrem Hausarzt gesprochen und hat gesagt, ich habe Hormonprobleme. Da passiert was immer was. Was für Hormonprobleme zum Beispiel? ZB, also meine Regel verschiebt sich. Ja. Ja, ich habe zu schnelle, nee, da sind wir noch gar nicht. Also so was in der ganzen Zeit unseres sogenannten fruchtbaren Frauenlebens passiert. Ja, also wenn ich habe eine zu starke Regelblutung, ich habe bevor meine Regel kommt, habe ich Brustspannen. Und das wird immer schlimmer. Oder ich blute zu stark, ich blute zu wenig, ich blute zu häufig, ich blute zu selten. Mhm. Ja, das ist ein riesen Gebiet. Und da gibt es kleinere Schwankungen und große Krankheiten. Und dazwischen ist der ganze Regenbogen gespannt. Also es gibt da alles. Und es gibt einen so großen Beratungsbedarf, weil wir das Großmutterwissen nicht mehr haben. Ja. Ja, die Großmutter hat ja früher, war dafür zuständig, dem Kind zu sagen, ach, mach mal dies, mach mal das, vielleicht ein Kräutlein aus dem Garten. Das haben wir alles nicht mehr. Und wir haben sehr unwissende junge Frauen, die ihr Wissen dann aus dem Internet holen, ne? Und da gibt's natürlich verschiedene Ratgeber. Aber so den Ansprechpartner, den haben sie nicht. Der Arzt, der Allgemeinarzt sagt, da bin ich unkundig. Das weiß ich nicht. Geh mal zum Facharzt und schickt sie dann auf die Reise. Gynäkologe, der sagt, weiß ich nicht. Endokrinologe, ja. Und dann kommt die Frau wieder zum Allgemeinarzt und sagt, mir hilft keiner. Und an der Stelle ist ein Systemfehler und ein Loch in unserer Medizin. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte etwas dazu tun. Diese Menge an Menschen, es sind nicht nur Frauen, aber überwiegend Frauen, diese Menge an Menschen irgendwie, diesen Menschen zu helfen, dass sie an eine gescheite Beratung kommen. Da möchte ich ansetzen. Wir hatten mal bei einer Fachärztin so einen Test gemacht, den Hormonspiegel zu bestimmen. Und ja. Dann hat man ja eigentlich gesehen, was eigentlich zu viel oder zu wenig ist oder wie sich das verschoben hat. Allerdings hat mir die Ärztin auch gesagt, das kann kaum jemand lesen oder interpretieren. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema, oder? Absolut schwieriges Thema, weil man da wieder unterscheiden muss zwischen dem, was unsere kassenmedizinische Versorgung meint, was ausreicht, den Hormonspiegel, gibt es nicht. Mhm. Also wenn man in Deutschland zu einem Gynäkologen geht und sagt, ich hätte gerne einen Hormonspiegel, kommt die meiste Antwort ein Unwillen. Weil man sagt,
das ist nicht aussagekräftig. Aber ist das so? Es gibt ein wichtiges Hormon, das ist zum Beispiel das Progesteron und seine Steuerungshormone in der Hirnanhangsdrüse. Die werden zum Beispiel sogenannt pulsatil ausgeschüttet. 90 Minuten ist so eine Pulswelle lang. Das heißt, das geht nicht kontinuierlich, sondern da gibt es einen Ausschuss. Pause. Mhm. Pause. So, jetzt machen wir einen Blutwert. Wo befinden wir uns? Mhm. In dem oder in der Pause? Mhm. Okay. Also, verstanden. Das weiß so ein gynäkologischer Endokrinologe. Die sagen, das hat nicht viel Wert. Mhm. Und weil die kompetenten Menschen die Kassenmedizin beraten, wird dann daraus, dass man diese Schiene gar nicht anguckt, weil sie eh unzuverlässig ist. Mhm. Und dann guckt man die andere Schiene an, also zum Beispiel das Östrogen. Das Östrogen und Steuerungshormon aus der Hirnanhangsdrüse FSH. Und das sind so die zwei Sachen, die ein üblicher Gynäkologe noch als Hormonspiegel durchgehen lässt. Mhm. Zur Feststellung oder zur Beantwortung der Frage, bin ich schon in den Wechseljahren? Frauen merken, da irgendwas passiert, sie fangen an zu schwitzen, sie werden ein bisschen aggressiv, die Stimmung geht rauf und runter, man hat viel zu häufig nah am Wasser gebaut, mhm, und man merkt, irgendwas passiert da. Und man geht zum Frauenarzt, dem Arzt für Frauenleiden, und sagt, bin ich schon in den Wechseljahren und ich will einen Hormonspiegel haben. Und dann werden diese zwei gemacht. Und dann kann man an dem Steuerungshormon hoffentlich erkennen, ob die Keimdrüse sich schon verabschiedet. Und man kann an der Höhe des Östrogens messen, ob noch genug da ist, dass es für den Hausgebrauch reicht. Mhm. So, also es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Natürlich gibt es mal so locker gesehen 8 bis 10 Parameter, die man bestimmen könnte. Aber dann ist schon wieder die Frage, wo bestimme ich das? Ne? Im Serum? Oder dann gibt es noch so was ganz Neues, Neumodisches, das ist die Speicheluntersuchung. Und dann ist die Frage, ja, wo soll ich denn gucken? Im Serum oder im Speichel? Und wenn man keine Grundausbildung in diesem Gebiet hat, dann weiß man nur die paar Sachen, die man für das Facharztexamen noch gelernt hat. Also verstehe ich das richtig? Eigentlich hängen hier alle Daumen eigentlich in der Luft. Ja. Es gibt dieses Wissen zwar, ja, aber eigentlich müsste man sich selber darum kümmern. Leider, ja. Denn wenn an dem Schild draußen steht Frauenarzt oder Gynäkologe, heißt es eben nicht, dass er weiß um die Endokrinologie. Das ist eine Subspezialisierung, die heißt gynäkologische Endokrinologie, aber das ist nicht aussprechbar, es schreibt sich keiner aufs Schild. Mhm. Aber dann wäre man richtig. Eine riesen Marktlücke, ja? Absolut. Und eigentlich ein ganz trauriges Kapitel, aber ja, wir haben das, früher war das Problem nicht so, weil noch die Omas da waren. Genau. Was haben denn die Omas dann gemacht? Naja, was haben die Omas gesagt? Die haben gesagt, weißt du, das geht vorbei. Ja, super, aber das ist auch nicht ja, viel geholfen. Habe ich auch gehabt. Und ja, also da gab es dann schon Tipps aus der Küche. Und man sagt, das geht vorbei. Es ist ja auch so. Ja, die Beschwerden gehen irgendwann vorbei. Wir haben nur eine andere Leistungsanforderung an die Omas heutzutage. Ja, das heißt, eine Frau, die in den Wechsel kommt, um das 50. Lebensjahr herum, die steht meistens voll im Existenziellen, sag ich mal. Ne? Sie ist meistens berufstätig, dann sind die Kinder eventuell da und wenn es ganz schlimm kommt, sind die Eltern schon pflegebedürftig. Ja? Also da ist ein Anforderungsprofil an so eine Frau der heutigen Zeit, die kann sich nicht erlauben, sich in die mal irgendwo hinzusetzen und zu sagen, wo ist der Fächer?
Ja, wo, wie komme ich jetzt über die Zeit und kann sich auch diesen Kraftschwund, diesen Energieverlust eigentlich nicht erlauben. Es kommen zu mir Frauen in die Sprechstunde, die sagen, ich bin in der Öffentlichkeit, ich muss manchmal Fernsehaufnahmen machen und da kann ich nicht immer mit einem roten Kopf rumrennen. Und was sollen denn die Leute denken? Ich muss vor einem Vorstand sprechen und wenn ich dann einen roten Kopf kriege und einen Schweißausbruch habe, dann werde ich ausgelacht. Oder man hat Angst davor, ausgelacht zu werden. Das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil und dafür hatten unsere Großmütter noch keinen Rat. Ja. Also ich kenne jetzt auch so einen Fall mit diesen überwahnsinnigen Perioden, ja, wo man wirklich am Morgen aufwacht und wie als ob ein Schwein geschlachtet wurde, sieht das aus. Ausblutet. Ausblutet, ja. Wo aber dann auch die Eisenwerte im Blut richtig rasant zusammenbrechen. Ja. Also es ist ja auch eine Kaskade von Problemen. Dann ist es nicht eine Woche, sondern plötzlich zwei Wochen. Ja. Genau. Und zweieinhalb und da wird man einfach im Regen gelassen. Ne? Ganz genau. Genau. Also, nicht ganz. Also man kann mit so einem Problem zum Gynäkologen gehen und der Gynäkologe kann spezifische Hormone einsetzen, die nennt man Gestagene und kann damit versuchen, die Blutung zu stoppen. Das geht schon. Also da in diesem Fall waren dann auch noch Myome da. Das musste ja alles sofort operiert werden. Dann hat man eine Fachärztin gefunden, die ein bisschen mehr versteht. Die hat dann das irgendwie mit Progesterolzäpfchen oder weiß Gott was, so bioidentischen Sachen gelöst. Auf jeden Fall staunt der Gynäkologe nur, was haben Sie denn gemacht? Alles weg, aber die Antwort wollte er nicht wissen. Er hat nur festgestellt, das ist ja ganz erstaunlich. Seltsam. Ein Wunder ist geschehen. Ja. Genau, ein Wunder. Also wir sehen, es gibt ganz viele Probleme und wie kann man denn wirklich diese Hitzewallung, diese Durchblutungsproblematiken, die Wärmeschübe, kann man das heutzutage mit Wissen von einer Hormonexpertin auch in den Griff kriegen, dass das Leiden dieser Damen... Aber klar. Also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Heilsversprechen zu machen. Aber der Durchgang durch die Menopause einer Frau, der kann sehr gut begleitet werden. Und wir reden da zum Beispiel davon, dass wir gern oder ich habe mich darauf spezialisiert, diesen Durchgang zu begleiten mit den Hormonen, die der Körper eigentlich vorher ausreichend gebildet hat und jetzt nicht mehr ausreichend bildet, sodass man das, was fehlt, einfach ersetzt. Sind das immer die gleichen Hormone, die reduziert werden? Oder es gibt einen zeitlichen Ablauf von Hormonmangelzuständen. Ne? Also so der wichtigste Einbruch, den Frau kennt, ist dann, wenn die Hitzewallungen anfangen, wenn Schlafstörungen anfangen, wenn die Menstruation ausbleibt. Das ist der Punkt, an dem der Eierstock sagt, meine Lebensarbeitszeit ist beendet. Ein Organ geht. Und das merkt man an diesen sehr, sehr typischen Beschwerden. Es sind nicht die einzigen, aber sie sind äußerst typisch. Und die finden auch physiologischerweise in einem bekannten Alterszeitraum statt. Ne? Ich hatte ja gesagt, 50. 51. Lebensjahr wäre so das Typische. Und man weiß aber auch, dass bereits 10 Jahre vorher etwa ein anderes Hormon schon in die Knie gegangen ist. Das ist das Progesteron, das wird Gelbkörperhormon genannt. Das wird gebildet im Gelbkörper. Der Gelbkörper entsteht nach dem Eisprung. Wir haben also ein Follikel im Eierstock. Ei springt, Hülle bleibt zurück. In der Hülle bildet sich ein Gelbkörper und der Gelbkörper macht Gelbkörperhormon. Und ich sag immer so, die letzten Follikel, die wir so im Stock haben, im Eierstock, ich bin jetzt ein bisschen hässlich, ich sage, das ist B-Ware. Mhm. Das sind nicht mehr die Besten, nicht mehr die Jüngsten. Die Ersten werden früh rausgeschickt zur Arbeit. Und das, was wir dann so am Rest noch im Eierstock haben, ist nicht mehr so ganz funktionell. Heißt, das Ei springt eventuell nicht, bleibt so ein Follikel rüber oder das Ei springt und der Gelbkörper ist schwach. Und das heißt, in den letzten Jahren der Regel,
der Frau gibt es zwar Blutungen, aber einen fraglichen Eisprung. Und wenn es einen fraglichen Eisprung gibt, gibt es auch kein Gelbkörperhormon. Und deshalb wissen wir, dass an dem Zeitpunkt, an dem Frau kommt und sagt, sie schläft nicht mehr und hat Hitzewallungen, weiß ich, sie hat einen Mangel an zwei Hormonen. Progesteron? Progesteron, schon seit 10 Jahren. Das kann man in der Anamnese meistens erfragen. Und Estradiol eben in dieser akuten Phase. Ne? Akuter Östrogenmangel macht diese Hitzewallung. Okay. Und dann gibst du dies? Dann gebe ich das, was fehlt. Jetzt gibt es ja eigentlich natürliche Hormone, richtig, bioidentische Hormone oder was? Die Chemie hat sich auch irgendwas, oder? Ja. Also zu historisch wichtigen Zeitpunkten, zum Beispiel als man das Estradiol das erste Mal reinigen und rausziehen konnte aus einem Körper, das erste Mal darstellen konnte, das war in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, da hat man gemerkt, was man mit Östrogen an tollen Sachen machen kann. Und da ist dann ganz schnell auch eine Produktionsmaschinerie entstanden. Und wenn man das produzieren möchte, dann macht man das mit einer Formel, die man patentieren kann. Na, verständlich. Ja, und das ist so wie heute, Beispiel, Insulin. Wenn jemand Insulin braucht, nehmen wir heute nicht mehr menschlichen Pankreas, ja, sondern wir stellen das Insulin woanders her und dann wird das patentiert und dann kann das vermarktet werden. Nicht? Und so ist es etwa bei dem Östrogen geschehen und auch mit dem Progesteron geschehen. Man arbeitet hauptsächlich mit klar synthetisch hergestellten Produkten, aber damit man es patentieren kann, musste man immer ein bisschen anders sein als der Vorgänger. Ja. Und das heißt, da sind die Moleküle immer so ein klein bisschen verändert worden. Und dann entstehen veränderte Wirkungen und veränderte Nebenwirkungen. Also das kannst du nicht empfehlen, sondern du stehst ja eigentlich auf diese bioidentische. Da müssen wir sicherlich auch mal noch eine Sendung darüber machen. Aber für die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch schon zittrig sind und denken, oh, die Sendungzeit ist bald vorbei, was kann ich jetzt machen? Ja. Da auch meine Frage, also wir müssen eigentlich schauen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Probleme haben, sich eigentlich selber ausbilden, oder? Ja, leider werden sie allein gelassen. Und meine Lösung, die ich dafür sehe, ist, ich möchte eine Gruppe von Experten schaffen, die diese Beratungen leisten können, die ein gutes Wissen über die Hormone sich aneignen mit einer gewissen Standardisierung und die dann diese Beratungen für die vielen Frauen vornehmen können. Ich habe dafür mir den Ausdruck Hormoncoach ausgedacht. Das Ganze spielt sich ab, ich sag mal, in der Paraszene, weil die offizielle Medizin sagt, wir haben Hormonspezialisten, das sind die Endokrinologen. Aber ich sag, wir brauchen jemanden, der auch Deutsch reden kann, der auch die noch zu gesunden Menschen auch beraten kann. Mhm. Und das wären die Hormoncoaches und die bilde ich aus. Denn ich kann diese Riesenmengen nicht alle behandeln und schick mir bloß keine Patienten. Ich habe eine lange Wartezeit. Aber was ich machen möchte, ich möchte dieses Wissen weitergeben, multiplizieren und sagen, da gibt es eine Gruppe von Hormoncoaches und dann kann jeder Arzt, jeder Therapeut, kann erstmal sich dazu verhalten, will ich das selbst machen, dann lerne ich das. Oder will ich sagen können, ach, ich kenne dein Problem, ich höre, das ist ein Hormonproblem, geh doch mal zu einem Hormoncoach. Aber kann das auch die Hausfrau letztendlich bei dir lernen? Also ich weise keinen ab, der Wissen lernen möchte. Aber mir kann man eine Menge Grundlagenwissen erlernen. Es ist natürlich günstig, wenn man schon so ein bisschen was vom Körper weiß. Mhm. Ja? Ich weise keinen ab, der lernen möchte. Mhm. Aber wenn man die Ausbildung machen will zum Hormoncoach, dann muss man bestimmte Etappen durchlaufen und die Deutsche Ärztekammer hat mir, als ich mich damit mal in die Öffentlichkeit gestellt habe, klar gesagt, Hormonberatung ist eine medizinische Tätigkeit. Es dürfen nur die Heilbehandlungen ausüben dürfen. Das heißt, der Arzt, und wir haben ja in Deutschland den Heilpraktiker, die kann ich ausbilden. Da kann ich am Ende sagen, komm, ich küre dich jetzt zum Hormoncoach.
Man muss aber auch dazu sagen, das Papier selbst oder der Name. Ja, wie immer. Erstmal noch nichts, aber wenn wir erstmal genug Leute sind, dann wird sich das so durchsetzen, wie sich zum Beispiel durchgesetzt hat, dass man die Ernährungsmedizin, die ja üblicherweise Teil der Allgemeinmedizin ist, outgesourced hat und hat Ernährungsberater. Ne? Klar. Ja, ja. Und so stelle ich mir das auch vor, dass man Hormonberater in die Welt setzen muss, die eine gute Ausbildung haben. Ich verstehe es voll und das wünscht diesem Projekt viel Glück. Danke. Ich möchte aber nochmals fragen, also die geplagten Leute, die jetzt wirklich sehnsüchtig in die Sendung schauen, die können effektiv sich weiterbilden bei dir. Ja. Ja. Wenigstens für sich selber oder eben auch um in der Familie oder im kleinen Rahmen Beratungen zu machen. Ja. Noch besser ist es natürlich, wenn Leute aus der medizinischen Branche sich zum Hormoncoach ausbilden, dann wird irgendwann eine große Datenbank bestehen, wo man nach Hormoncoaches googeln kann und dann kriegt man auch die richtige Beratung, wo es dann eben auch um diese Gruppe geht. Genau. Wenn ich weitere Informationen suche über diesen Bereich, wo finde ich da weiteres? Ja, also es gibt da eine Webseite, die heißt www.hormoncoach.com. Okay. Und da kann man sich informieren, was so ein Coach kann, wie man eine Ausbildung macht, was für Termine gibt. Jeder, der will, der kann das machen. Und es wird auch im nächsten Jahr zum Beispiel Teile davon in der Schweiz geben. Super. Zum Beispiel. Marianne, du bist ein Segen für viele, viele Damen und ich bin glücklich darüber, dass du da bist. Herzlichen Dank. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist ein Riesenthema, darum werde ich hier auch eine ganze Staffel bringen, um über Hormone zu sprechen. Auch Hormone betrifft auch uns Herren, selbstverständlich, auch das werden wir thematisieren und auch ein bisschen mehr in die Lösung reinschauen, um das zu verstehen, für was sind die Hormone, was haben sie eigentlich für Aufgaben in unserem Körper und was können wir tun, wenn irgendwas aus dem Lot kommt. Das werde ich Sie alles fragen und Ihnen natürlich zur Verfügung stellen. So, jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, danke fürs Zuschauen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.